Hi Internet. Ich sag's frei heraus, wir vom ZDF Magazin Royal, wir wollen die Zukunft des Journalismus Standortes Deutschland retten. Deswegen nutzen wir unsere gigantische Reichweite hier im Internet, unseren Impact im Web, um jungen Investigativtalenten die Chance zu geben, die ganz heißen Themen zu behandeln. Themen, an die wir, die jung gebliebenen Best-Ager, uns schon lange nicht mehr rantrauen. Das macht meine neue Kollegin Jannika. Hallo Jan. Wem geht's denn heute an den Kragen? Einem fortschrittsfeindlichen Sesselpupser. Einem öden Langweiler, der mutigen Frauen Jahre ihres Lebens kostet. Ja, wir reden über dich, Bernhard Blocksberg. Herzlich willkommen bei... Euer Stahl. Kids. So, Bernhard Blocksberg. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich direkt frage. Warum bist du so unendlich langweilig? Du bist der Einzige der Blocksbergs, der nicht zaubern kann. Du bist wie Herr Taschenbier ohne das Sams, Harry Potter ohne Zauberstab oder wie ein kleiner Rabe ohne Socke. Aber anstatt froh zu sein, hey, ich darf mit zwei Hexen zusammenwohnen, nervst du tierisch rum. Ging es nach dir, Bibi hätte kein einziges Abenteuer erlebt. Typisch Bibi, das hat sie nicht von mir. Alleine in der Großstadt, was da alles passieren kann. Was da alles passieren kann. Ich steig auf, wir fliegen hoch. Kommt nicht in Frage. Ich kann diese Fliegerei nicht leiden. Wir nehmen den Aufzug. Der Fahrstuhl ist doch kaputt. Dann gehen wir eben die Treppe hoch. Fliegerei kann ich nicht leiden. Wenn du Zaubern so kacke findest, warum hast du dann eine Hexe geheiratet? Oder hast du gedacht, sie würde deinetwegen aufhören? Barbara ist locker 3 Ligen über dir. Und du? Und nach meinen Nerven fragt mal wieder keiner. Jammerst nur rum. Du wirst an einen mega Traumstrand gehext. Und das Erste, was du sagst... Aua! Oh. Aua, Bernhard, du gehörst nicht an den Traumstrand oder nach Neustadt, sondern ins Mittelalter. Als ob du damals auch nur einen Tag überlebt hättest. Du Lauch. Wer bist du, Bernhard Blocksberg? Mein Team hat recherchiert. Bernhard war in der Schule nicht besonders gut und hat oft 5 geschrieben. Keine Sorge, cooler wird's nicht. Bernhard ist oft neidisch auf die Hexkraft seiner Frau und Tochter. Auch droht er seiner Frau ab und an, etwa wegen ihrer Kochkünste, mit der Scheidung. Dein Ernst? Es ist 2022 und du beschwerst dich übers Essen? Barbara, also ich muss dir sagen, das riecht wirklich etwas sehr ungewöhnlich. Da fällt mir ein, ich muss ja ganz schnell zu einer dringenden Sitzung. Die habe ich ja völlig vergessen. So, dringende Sitzung. Nicht mal die Freaks vom Bibi-Blocksberg-Forum interessiert, was du so beruflich treibst. Tätigkeit, unbekannte Arbeit in einem Büro. Wow. Kann es sein, dass du ein Problem hast mit starken Frauen, weil du selber ein Verlierer bist? Ich habe zwar einen Bausparvertrag, aber der reicht leider nicht. Auf der Liste, die beliebtesten Hörspiele mit Bernhard, ist ausgerechnet das auf Platz 1. Papa ist weg. Kein Bernhard, bester Bernhard. Wer verstehen will, wie Bernhard Blocksberg tickt, für den ist Papa ist weg ein Volltreffer. Bernhard, du erinnerst dich? Frau Kohl, der Nachbarin, nach Mallorca durchgebrannt, weil sie dir Hähnchen gekocht hat. Und deine Frau und Bibi mussten alles mit ansehen. Ja, das ist Bernhard. Mit meinem Koffer. Und neben ihm Frau Kohl. Ja, guck, jetzt fasst sie ihn am Arm. Schäm dich. Aber kommen wir zu deinem dunkelsten Geheimnis. Und damit meine ich nicht, dass du heimlich rauchst. Wir wissen alles, Bernhard. Uns interessiert, was dir der Name Boris Blocksberg sagt. Klingelt da was? Vielleicht hilft dir ja ein Foto auf die Sprünge. Schau mal ganz genau hin. Schau direkt in die traurigen, schwarzen Augen. Dieser Junge ist dein Sohn. Na, haben wir dich erwischt? Boris Blocksberg, dein eigener Sohn, zieht nach den ersten 7 Hörspielfolgen 1982 zu seinen Großeltern an die Nordsee. Das haben mir meine Eltern auch gesagt, als mein Meerschweinchen gestorben ist.
Bernhard Blocksberg, es ist jetzt 30 Jahre her. Wann rückst du endlich mit der Wahrheit raus? Gib zu, du hast verloren. Auf Instagram folgen mehr als 28.000 Menschen dem Account von Boris. Von dir gibt's nur Toxic Bernhard Blocksberg. Bernhard Blocksberg, du hast wirklich Eier aus Stahl. Nächstes Mal die Eule mit der Beule. Ja, witzig, aber zeig mal was Neues. Es nervt nur noch. Euer Stahl.